die Angst hatte. Wir können hier selber noch mal reinlooten. Da ist nämlich niemand. Ach ja, die war von innen ja auch verschlossen, ich Dödel. Okay, gut. Beweise. Teilnehmerliste. John Strowbridge. Okay. Erfragen haben wir doch schon, ne? Diagnose. Grippe diagnostiziert. Das sieht nicht aus wie eine Grippe auf jeden Fall. Hat zugegeben, dass er sich verkleidet, um den armen Bedürftigen anzubieten. Okay. Untersuchen Sie das Verschwinden von Toms Vater George Hurst. Und jetzt? Erfragen, erfragen. Gefragt haben wir ihn ja schon, ne? Es könnte sein, dass George Hurst gegenüber seinem Sohn Tom etwas darüber gesagt hat. Okay, wir hatten doch hier irgendwo Lord Harrington Kleidung, Diagnose. Da, Vermisstenanzeige. Steht, wir können zu Mrs. Strowbridge in 5 Dorset Street noch gehen. Ich würde sagen, da schauen wir mal vielleicht nach, wenn wir da einfach so reinkommen. Ansonsten wüsste ich nicht. Warte mal, ich sicherheitshalber, ich quatsche ihn noch mal an. Danke, dass Sie sich für mein Werk interessieren. Ach, nee. Also ich glaube, das war's aber wirklich jetzt hier. Oder? Geh mal weg da. Nee, falsche Vision. Machen wir die mal an. Vielleicht entgeht uns noch irgendwas. Wäre natürlich fatal. Also wirklich in dem Spiel. Okay. Hier scheint aber nichts Weltbewegendes zu sein. Ich dachte 5 Dorset Street, ne? Marsh House. Hier stehen auch die Straßennamen nicht drauf und suchen. Ups, wo habe ich jetzt hingedrückt? Ach, keine Ahnung. Herleitung öffnen. Aha. Wenn Sie zwei Hinweise finden, die miteinander in Verbindung stehen, entsteht daraus eine Herleitung. Rote Farbe zeigt an, dass die jeweiligen Hinweise nicht zusammenpassen. Okay, Sonderausbildungsprogramm. Vermisst. Nein, das passt nicht zusammen. Okay. Hier das Dingsprogramm und Hurst besonderer, das passt zusammen. Okay, was ist das jetzt hier? Keine Verbindung. Der besondere Job, den George Hurst erwähnt, hat nichts mit dem Sonderausbildungsprogramm zu tun. Haben etwas miteinander zu tun. Doch, der besondere Job, der hatte doch damit was zu tun. Also ja. Okay, eine Synapse wird hier. Okay, weiter. Keine weiteren Informationen. Reden begeistert vom Sonderausbildungsprogramm, aber sie haben sich geweigert, weitergehend Informationen zu verraten. Waterman Club. Nob Marsh und seine Freunde sind Mitglieder des berühmten Jagdclubs. Ich weiß nicht, ob da. Nee, das ist keine Verbindung. Der Club vermisst. Nee, ne? Nee, passt auch nicht. Passt auch nicht. Ich glaube, da passt auch nichts mehr zusammen, oder?
Okay, damit haben wir alle kombiniert. Ich kombiniere einfach jetzt alles mit allem. Tja, das war's jetzt, würde ich sagen. Beenden. Notizbuch öffnen. Tja, mehr haben wir jetzt erstmal nicht, oder? Da bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Momentan tippen wir jetzt noch ein bisschen weiter im Leeren. Also wir haben jetzt alles gefunden, alles gesucht. Was uns nur fehlt, wäre diese Taurus, Vermisstenanzeige. wir müssen dem Jungen helfen. Machen wir doch gerade. Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Okay, anscheinend haben wir keinen Kate würde Bedarf. nicht wollen, dass ich ohne ihr Wissen ihr Zimmer betrete. Okay, dann nicht in Kates Zimmer. Ich glaube, hier hatten wir ja nichts, außer dass wir uns umkleiden könnten. Wir könnten jetzt noch mal zu dem. Komm, wir reisen jetzt noch mal schnell zu der Wohnung. Herleitung öffnen. Können wir nicht noch mehr herleiten hier irgendwo? Finden Sie heraus, wer schuldig ist. Ja, schon klar. Job und Sonderausbildungsprogramm haben etwas miteinander zu tun. Ja, doch auf jeden Fall. Weil der ja auch in der Kneipe in dem Pub war. Aber weiter geht unsere Suche hier schon mal nicht mehr. Okay. Aber so können wir schön die Ladezeiten überbrücken. Finde ich cool. Ich hoffe, ich nehme noch auf. Das wäre echt kacke. Weil vorhin ist mir das doch abgeraucht. Aha, was haben wir hier auf einmal? Kleiner Junge. Mr. Holmes, gibt es etwas Neues über meinen Vater? Tom, nur die Ruhe. Ich habe eine Frage. Erinnerst du dich daran, dass dein Vater je ein Sonderausbildungsprogramm erwähnte? Ein Ausbildungsprogramm? Nein. Er sprach nur von einem besonderen Job. Was ist das für eine Kiste? Oh, die habe ich gefunden, Mr. Holmes. Sie war echt gut versteckt. Keine Ahnung warum. Gut gemacht, Junge. Die könnte uns von Nutzen sein. Zeig mal deinen Plunder daher. Ein Schlüssel. Was ist das? Wolfshase. Sieht wie ein Armeeabzeichen aus. Damit säubert man ein Gewehr. Ah, vielleicht war der auch in dem Jagdclub. Damit können auch Waffen geölt werden. Aha. Tom, hat dein Vater ein Gewehr? Nein. Wenn doch, hätte er es mir bestimmt gezeigt. Ich bin mir sicher, das hätte er nicht. Ich muss dieses Gewehr finden. Ah, falscher Knopf. Hier halten wir mal C-Flüssigkeit. Aha, Öl. Mit diesem Tuch hier wurde eine Waffe geölt. Tom, hat dein Vater irgendwo weiteren Besitz? Nein, glaube ich jedenfalls nicht. Ich muss Toby holen. Er wird am Öl schnüffeln und dann das Gewehr finden. Aha. Okay, Toby war unser netter kleiner Wauwau. Also müssen wir jetzt schon wieder zurückreisen. Die Herleitung können wir noch nichts herleiten weiter. Wobei, vielleicht das mit dem Gewehr, ne?
Mehr haben wir hier noch nicht. Okay, jetzt so langsam kommen wir wieder auf den Trichter. Vielleicht war er ja so ein Jagdkumpane, ne? Also irgendwie verstrickt sich das alles um Lord Arsch. Ich meine, der Name sagt es schon. Arsch. Okay, Kutscher, fahren wir schneller. Oh. Ey, wir waren gerade noch in der Wohnung, dann noch so ein langer Ladebildschirm. Jetzt holen wir den Hund und dann gehen wir wieder zurück, ey. Zeiten sind ein bisschen. Die hätten kürzer sein können. Los, Toby, jetzt kannst du zeigen, was du drauf hast. Oh, hoffentlich können wir jetzt den Hund spielen, das wäre cool. Watson? Ich würde gerne Lord Marsh sehen. Sein Gesundheitszustand bereitet mir große Sorge. Okay. Ich würde gerne Lord Marsh sehen. Sein Gesundheitszustand. Aber erstmal gehen wir in die Wohnung. Mit Toby an unserer Seite. Yeah. Und ich glaube, wir können jetzt sogar nach Watson schalten, um sozusagen da zu dem Lord Arsch nochmal zu gehen. Bin mir nicht sicher. Können wir gleich mal gucken. Na, Toby? Alles fit hinter den Ohrläppchen? Ja. Bist du ein bisschen knautschig an den Beinen? Kann das sein? Müssen wir dich morgen wieder bügeln. Mein Gott, so kannst du doch nicht unter die Leute gehen. Hunde. Such, Toby. Such. Yeah, wir sind der Toby. Los, Tob, 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 Tob. Yeah, wir sind der Toby. Wuff, wuff. Okay, dackeln wir mal weiter. Okay, zur Hintertür raus. Die können wir natürlich auch einfach so öffnen. Nö, Sherlock ist auch nicht da. Egal. Schnüffel, schnüffel, schnüffel. Schnüffel, schnüffel. Links rum. Schnüffel, schnüffel. Hammergeruchssinn, ne? Okay, hier sind zwei. Nee, hier geht's nicht weiter, oder? Da geht's weiter. Schniff, schniff. Okay, anscheinend geht's hier auch nicht weiter. Warum sollte er auch hier in die Wiese reingehen, oder? Warum ist das so verzweigt? Schniff, schniff. Ah, schniff, schniff, schniff. Schniff, schniff. Schniff. Wuff, wuff. Wir haben es gefunden. Okay. Einsiedlerei als Trophäe. Den Schlüssel haben wir dazu. Okay. Nichts, was von Interesse wäre. Okay. Dieser Keller wird als Lager genutzt. Okay, also ist da auf jeden Fall das Gewehr, denke ich mal. Och, da ist die Tür sogar, oder? Nur ein paar alte Dinge. Und hier? Eigentlich auch nichts, nein, ne? Nicht hier. Natürlich die letzte Tür oder einer der letzten. Ist doch immer so. Ein gewöhnlicher Lagerraum. Okay, aber wir schauen trotzdem mal durch.
Nein, keine Leiche irgendwie an der Decke. Alte Sachen. Natürlich die andere Tür, oder? Oho. Das sieht doch auf jeden Fall schon mal nach was anderem aus. Bilder. Ein Bild von Tom. Mal sehen, ob wir die Tür aufbekommen. Na klar, dass die Tür, die natürlich anders aussieht als alle anderen Türen, zufällig die ist, die wir brauchen. Setzen Sie ein oder mehrere passende Dietriche ein, um für die Schlossscheiben so hoch zu drücken, dass ein freier Weg für den Speerstift entsteht. Okay, wir brauchen erstmal einen kleinen, würde ich sagen, ne? Und dann nochmal hoch einfach, ne? Doch, das war jetzt recht easy. Eine Karte von Epping Forest. Okay, bald setzt sich alles zusammen, glaube ich. Okay, andere Seite. Dieser Schachtel hier war wohl voller Munition. Lieber George, ich verstehe dich und es ist so traurig. Wie auch du kann ich keine Arbeit finden, nicht mal etwas für eine Stunde oder so. Meine Kinder haben nichts zu essen. Wenn ich um Arbeit bitte, heißt es immer, dass kein Bedarf sei an verwundeten Leuten wie mir. Unsere militärischen Verdienste zählen einfach nichts mehr. Wir haben für unser Land im Krieg gekämpft, aber jetzt lässt es uns im Stich. Niemand interessiert es, was aus uns wird. Dein Freund Jack. Orden. Im Namen ihrer königlichen Majestät Königin Victoria des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland erkläre ich Frederick Russell Burnham, Major der britischen Armee, hiermit das Land schuldet George Hurst, einen ehrenhaften Soldaten des Vereinten Königreichs von Großbritannien und Irland, für seine tapferen militärischen Dienste den allergrößten Dank. Die britische Armee verleiht ihm hiermit die Medaille für hervorragende Dienste und hinterlässt ihm aufgrund der Verletzungen, die er sich im Einsatz zugezogen hat, ehrenvoll in den Ruhestand. Major Frederick Russell Burnham. Toll, damit kann er sich auch nichts kaufen. Trotzdem armer Schlund. Hier hat etwas an der Wand gehangen. Okay, wir schauen erstmal weiter. Okay, hier haben wir eine Schachtel. Mein lieber Tom, wenn du diese Zeilen liest, heißt es, dass ich nicht mehr am Leben bin. Es tut mir unendlich leid, dass es so gekommen ist, aber ich hatte keine andere Wahl. Das musst du wissen. Du bist ein kluger Junge und ich bin unglaublich stolz auf dich. Eines Tages wirst du alles verstehen und mir vergeben. Ich liebe dich über alles, mein Sohn. Verzweifle bitte nicht. Versuche glücklich zu sein. Du wirst auch ohne mich zu einem tapferen jungen Mann heranwachsen, und zwar schneller, als du denkst. Dabei wirst du niemals alleine sein. Deine Mutter und ich werden vom Himmel aus stets auf dich aufpassen. Dich, dein liebender Vater. Okay, ein Abschiedsbrief. Das ist nicht gut. Ein überhaupt Artikel nicht über die Lords und das Ausbildungsprogramm. Was wollte Hurst damit? Okay, Lord Arsch hat mit seinen Freunden Lord Harrington und Lord Collins eine als Sonderausbildungsprogramm bezeichnete gemeinnützige Initiative ins Leben gerufen, indem diese drei Herrschaften den Armen in unserem Land zu einem besseren Leben und zu einer sicheren Zukunft verhelfen. Leisten sie auch in beachtlicher Manier ihren Beitrag dazu, unsere Gesellschaft, die nicht von Problemen und Schwierigkeiten verschont wird, stetig und langfristig zu verbessern. Okay. Vergleichen wir diese Liste mit dem, was wir zuvor gefunden haben. Aha. Vergleichen wir mal. Dies ist die Liste der ausgewählten Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm im Oktober. Genau. Laut diesem Plakat wird John Strawbridge vermisst. Das wussten wir doch vorher. Vergleichen wir sie mit den Namen in Hursts Dokumenten. Okay, Evans, Jones, ne. Robert Taylor, Robert Brown, Thomas Kelly haben wir hier. William
Nee, Thatcher Darm. Können wir hier nicht beide machen? Thomas Kelly. Patrick Tanner. John Strawbridge. Nee, hier sind keine Beine. Robert Taylor, nein, auch nicht. Hier, Thomas Kelly haben wir. Und William Thatcher. Komisch, irgendwie können wir nur einen unterstreichen. Dann machen wir einfach den Strawbridge, weil er auch vermisst ist. Jetzt wird ihr nicht gespeichert, trotzdem hin? Nein, natürlich nicht. Aber siehst du, wir können immer nur einen unterstreichen hier irgendwie. Dieser Mann kommt in beiden Listen Memory. Vor. Okay, dann haben wir es jetzt. Warte, wo war hier? Thomas Kelly. William Thatcher. Reginald Staple brauchen wir noch und den Patrick Tanner. Da haben wir sie doch beide. Da steht auch irgendwie immer irgendwas dahinter, ne? 31. Oktober? Alle Namen aus Marshs Liste sind in Hursts Dokumenten markiert und mit Datum versehen. Okay, das ist komisch. Jetzt können wir hier schon mal wieder warte, hier Zeitungsartikel und die vermisst. Hä, nee, das passt nicht. Zeitungsartikel und Abschiedsbrief? Nein. Nein, die passen doch gar nicht zusammen. Ich gehe trotzdem einfach mal alles durch. Die Verwundung. Das passt doch alles nicht zusammen. Vermisstenanzeige mit dem Abschiedsbrief. Auch nicht. Okay, ich tüttel jetzt einfach mal alles hier, ne? Sorry. Aha, siehst du? Okay. George Hurst wusste, dass er von seinem besonderen Job nicht zurückkehren würde. Deswegen hat er einen Abschiedsbrief an Tom geschrieben, okay? George Hurst hat einen Abschiedsbrief geschrieben, den er Tom aber nicht gegeben hat. Es besteht die Möglichkeit, dass er noch am Leben ist. Tot oder lebendig? Ich meine, er ist zwar 3 Wochen weg, aber wir haben noch nichts, was sein Tod, ne? Ich würde sagen, nochmal letzte Chance. Ich will jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen. Okay, schauen wir nochmal hier kurz und dann L1. Siehst du, da war ein Gewehr. Es gab hier ein Gewehr. George Hurst hat es mitgenommen. Okay, und wir haben wieder eine Synapse. Nein, das passt natürlich nicht. Nahm George Hurst sein Gewehr mit. Das. Okay, das passt nicht. Vorbereitung und. Vermisst? Nein. Vorbereitung und. Besonderer Job. So. Letzte Chance. Und hier. Kein friedlicher Job. George Hurst, besonderer Job ist ohne Zweifel keine friedliche Tätigkeit, wenn er dafür sein Gewehr mitgenommen hat. Das stimmt. Okay, so langsam, ne? Hier, letzte Chance. Verbindung.
Es kommt schon so alles zusammen, ne? Würde ich mal sagen. Ja, können wir immer noch drücken? Was haben wir neu bekommen? Vermisst und Liste von Bedürften. Ah, okay. Okay, verschwunden. Möglicherweise sind alle Teilnehmer der Gruppe S des Sonderausbildungsprogramms verschwunden. Das stimmt. Das haben wir ja abgeglichen gerade. Und noch mehr geht anscheinend. Verwundung haben wir schon kombiniert. Liste von Bedürftigen. Zeitungsartikel. Da kombinieren wir es. Interessiert. George Hurst war zwar interessiert am Sonderausbildungsprogramm, aber das war auch schon alles. Na, ich weiß nicht. George Hurst hat Informationen über die Bedürftigen und Lords gesammelt, die mit dem Sonderausbildungsprogramm zu tun haben. Ja, ich glaube, er hat eher Informationen gesucht. Aha, und daraus schließen wir. Hurst wusste Bescheid. Wusste darüber Bescheid, dass einige Teilnehmer am Sonderausbildungsprogramm verschwunden sind. Aber ob der das schon weiß? Nur weil er da so ein bisschen nachrecherchiert hat? Ich bin mir nicht sicher. Wir können... Alter, wir können immer noch was kombinieren. Aha. So schnell geht's. Wie in Marsh Haus eindringen. Oh, schleichen Sie sich in das Haus von Lord Arsch und finden Sie mehr über das Sonderausbildungsprogramm heraus. Krass, jetzt können wir da schon direkt heimlich in Lord Arschs Haus eindringen. Ja, ich würde sagen, dann reisen wir direkt mal zum Arsch hin, ne? Karte von Epping Forest, das ist militärisches Abzeichen im Archiv. Okay, gut, er ist militärisch. Okay, zum Arschhaus, oder? Was haben wir noch? Schleichen Sie sich in das Haus. Okay, auf zum Arschhaus. Das könnte jetzt verzwickt werden, weil stellen wir vor, wir haben jetzt eine falsche Schlussfolgerung. Weil ich finde, wir schleichen uns zwar da jetzt rein, aber irgendwie kommt es mir nicht so vor, als ob der Arsch damit was zu tun hat. Aber er hat halt das Sonderausbildungsprogramm und alle aus der Gruppe S sind halt eventuell tot, weil die auf der Vermisstenanzeige waren, ne? Oder jedenfalls auf dem anderen Dokument. Vielleicht ist der Arsch doch ein Arsch. Erstmal schleichen wir uns rein und dann sehen wir weiter. Holmes, was machen Sie hier? Was führen Sie im Schilde? Eine geheime Mission. Sie, Watson, müssen den gewissenhaften Arzt spielen, während ich mich in das Haus schleiche. Nur so können wir dem kleinen Tom helfen. Okay, ruckel, 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 lad, lad. Okay, ab durchs Hintertürchen. Okay, der Arzt steht da noch, wie vor Stunden. So, jetzt können wir aber durch die Hintertür, oder? Das Fenster ist verschlossen. Okay, Hintertür. Hintertür. Die plötzlich offen ist. Ah, natürlich nicht. Erstmal den. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Entfernen. So. Geht doch. Und rein da. Aber es ist mir nicht geheuer. Ich bin mir nicht sicher, dass das Lord Arsch ist. Ich möchte zu Lord Marsh. Warum? Ich würde gerne Lord Marsh sehen, wenn Sie erlauben. Psst. Oh, Sie Tollpatsch. Passen Sie doch auf. Ich muss wirklich zu Lord Marsh und ihn untersuchen. Fischer, bitte, lassen Sie Dr. Watson rein.